die grandiose Nessie Tausendschön. So, Nanny, da meiner Stuhl. So. So, guten Abend. Mein Name... Ja, guck, nicht gierig, weißt du? Mein Name ist Ljudmila Semipalatinskaya, ja? Und ich komme aus Semipalatinsk, so. Warum bin ich gekommen nach Deutschland? Ganz einfach. Ich hatte Sehnsucht. Und ich hatte auch gesehen Katalog. Bei uns in Kasachstan gibt Katalog mit deutschen Bauern für Heirat, weißt du? Und da hatte ich mir aus Katalog für Bauer für Heirat ausgesucht, deutscher Biobauer aus Bad Bevensen. Bengt Johansson. Hat aber nie geklappt. Mann hatte Herz aus Spinat. Ja, so ist, pass auf, ich weiß, ich bin nicht schön, aber ich bin sehr treu. Und ich suche immer noch Mann, dem ich kann das beweisen. Vielleicht bist du. Ich kann dir beweisen, Treue. Ich kann dir auch beweisen, Treue. Und dir kann ich auch beweisen, Treue. Ich kann jedem beweisen, gute kasachische Treue. Und mit Schönheit ist so. Ist große Problem, wenn es nicht vorhanden. Aber gibt Möglichkeit von liften. Ja, wenn Frau braucht für Leben, soll sie sich lassen liften. Wenn Frau ist schön, soll sie machen. Aber wenn Frau ist hässlich. Oder wenn Frau ist sogar sehr hässlich, da soll sie bleiben lassen und Geld lieber investieren in neue Handtasche. Denn wer ist hässlich, der bleibt auch geliebt hässlich. Und deshalb kann ich immer wieder nur geben Tipp an Frau von der Leyen. Ich sage, liebe Ursula von der Leyen, oh, lassen Sie sich nicht liften. Na, das Verkniffene im Mund, das kriegst du nicht weg, Uschi. Das ist wie Beton, Sarkophag und Tschernobyl. So ist. Und ich kann auch beweisen, dass der Uschi von der Leyen ist Laienpolitikerin. Weil hat gemacht vorher was ganz anderes. Hat nämlich geschrieben Doktorarbeit, aber keine Plagiat. Hat geschrieben und ich weiß den Titel von der Doktorarbeit. Geht so, pass auf. C-reaktives Protein. Soweit ist noch gut. Weil Protein kannst du immer gebrauchen in Doktorarbeit. Aber geht weiter, pass auf. C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Amnion-Infektionssyndroms bei vorzeitiger Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung. Was ist das, dieser Scheiße, hä? Ich kann sagen, was das ist. Herrschaften, mal Schluss mit der Lärm. Ich kann sagen, was das ist. Das ist keine Plagiat. Das hat die Daushi alle selber ausgedacht im kleinen Hirn. Aber ich schlage Hirnlifting vor, weißt du? Ja, liebe Uschi, wenn du hast Gnade von später Geburt in Entspannungsbad, da kannst du dir ausdenken, Unterwassergeburt von gebärfreudigen und ehrgeizigen Hannoveraner-Stute in Niedersachsen. Aber bei uns in Kasachstan noch nicht einmal Beitelrate kann Unterwassergeburt. Ja, so ist. Deutsche wollen nicht mehr haben Idylle von Geburt. Wollen haben sogar Idylle von Natur. Muss immer sein, perfekt. Idylle von Natur. Muss aber sein, Natur von Regenwalder Teewurst. Ja, muss sein, Hess Naturversand. Wer versendet Natur? Dieser Scheiße, hä? Ich brauch nicht gesendet haben Natur. Na? Deutsche wollen immer zurück zur Wurzel. Der Wurzel. Brauner Wurzel, das ist, wo du hast Heimat. Das, wo du hast Wurzel, ist Heimat. Solange Heimat ist da, man spürt die Heimat kaum. Erst wenn Heimat ist weg, man hat Schmerz im Herz.
mich hat gestört in Kasachstan, mich hat gestört die Suppe oder Eselscheiße auf Straße. Jetzt mir fehlt Eselscheiße, wenn ich sehe leere Straße ohne Eselscheiße. Ich habe Schmerz im Herz. Ich habe versucht zu bekommen Heimatgefühl mit Hundescheiße. Hat nie geklappt. Und wenn ich habe ganz große Sehnsucht, ich kann auch fragen meinen Bruder Vitali. Ich kann sagen, Brüderchen Vitali, komm, schüttel deinen Schuppenscheitel, dann denke ich, es schneit. Ja, und dann macht Brüderchen Headbanging, like Snow Falling und zieht das. Und ich habe Heimatgefühl für kurze Zeit. Aber wenn ich habe Sehnsucht, wenn ich habe ganz große Schmerz von Heimat im Herz, weißt du, was ich mache dann? Dann nehme ich meine geblümte Schürze von Kolchose, ich ziehe an, nehme ich meine Fuchsmantel von Fuchs selbst geschossen in Steppe, ich ziehe an und dann ich setze mich mit meiner Pelz in Gefriertruhe. Und dann ich mache ganz kalt und dunkel. Und dann, ich zünde kleine Kerze. Und dann, ich singe Lieder von Heimat. Prajnezna pravuznezdra vpra Žisneha pra družba nezna pra Kižnja zdra vpražnja tuhava Rštrava žniha bava. Ich hab mein Kerpa, das ist mein Heimat. Ich hab mein Kerpa, das ist mein Zuhause. Ich hab mein Kerpa, das ist mein Heimat. Und zieh ich Schürze an, dann seh ich scheiße aus. Ich geh nach Hause, das ist meine Heimat. Ich geh nach Hause und tanz wie Gebuchschen. Ich geh nach Hause. Merci, danke schön.